So, hallo zu einem neuen 3D-Puzzle von mir. Und zwar habe ich mir hier aus dem 3D-Drucker diese Teile rausgelassen. Die sehen alle gleich aus. Schauen wir uns mal eins an. Also so geschickt und hier wirklich sehr spitz. Hinten so. Und da soll ich jetzt irgendwie einen Würfel draus basteln. Ja, da viel Spaß, ne? Das ist die große Frage, wie könnte da ein Würfel draus werden? Schräge an Schräge. Aha. Anschläge. Da haben wir doch schon mal was. Unten ist es zum Beispiel, zumindest schon mal ein. So, und den entsprechend muss ich den auch so. Und dann wird doch oder hier in die Schräge was rein. Und da, ja, hier so. Okay, und der müsste hier auch wieder schräg rein, so. Okay, jetzt wird's schwierig. Jo, das sieht schon mal nach Würfeln aus. Wenn denn dieses Teil, das passt genau hier rein. Nun ist die große Frage, wie kriege ich das jetzt rein? Das ist echt spitz. Mal aufpassen, dass man sich nicht wehtut. Ich kann das ein bisschen auseinanderziehen schon. Sieht man das überhaupt noch hier auf der Kamera? Das ist doof, dass hier vielleicht ein bisschen mit dem Licht näher kommen. Schwarz ist halt natürlich ein bisschen undankbar zum Aufnehmen. So, und jetzt muss ich das da irgendwie auseinanderhalten. Gleichzeitig so da reinbringen. Ja. Ohne dass alles auseinanderfällt. Ah! Geschafft. Da wünscht man sich dann ein paar Hände mehr. So, jetzt haben wir hier überall einen schönen Würfel. Der hält sogar erstaunlich gut. Nur nicht zu viel. Das sieht irgendwie cool aus, wenn man den hier so auseinanderzieht und bewegen. Ja, das geht nicht hier. Diesen. Alle gleichzeitig, alle Seiten gleichzeitig. Transformer-mäßig. An. Macht Spaß.
Okay, zusammengepuzzelt. Ich schau mal, ob ich den Link noch finde, wo das auf Thingiverse steht. Dann könnt ihr euch das, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, auch selbst ausdrucken. Cooles Teil. Okay. Das war's von dem. Tja. Ich weiß gar nicht, ob das Ding einen Namen hat. Dem sechsteiligen Cube da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Puzzle. Ciao.